zeige nun die Offline-Suchfunktion der App. Dazu klicke ich auf die Menütaste, Produktsuche und dort kann ich dann die Katalogsuche wählen. Damit die Daten offline auf dem Gerät vorliegen, muss ich vorher einmalig die gewünschten Kataloge auf das Gerät herunterladen. Dazu klicke ich bei einem Katalog die entsprechende Diskette an. Ich mache das jetzt mal für die 3S-Sanitärliste und dann wird der entsprechende Katalog auf dem Gerät heruntergeladen. Wenn ich jetzt den Flugmodus bei meinem Handy einschalte, kann ich jetzt offline auf dem Gerät nach Produkten suchen. Dazu gibt es eine extra Offline-Suchfunktion, um die entsprechenden Produkte auszuwählen. Habe ich das entsprechende Produkt gefunden, kann ich hier auf das Warenkorb-Symbol klicken. Da ich ja aktuell offline bin, wird automatisch eine Merkliste angelegt. Diese Merkliste kann ich mit den gewünschten Produkten befüllen und kann dann über die verschiedenen Kategorien meine Produkte zusammenstellen. Ich kriege immer den Hinweis, dass aktuell ja keine Internetverbindung vorhanden ist. Füge die Produkte dann hinzu. Schalte ich jetzt wieder die Internetverbindung meines Geräts ein, kann ich jederzeit über die Katalogsuche auf meine entsprechende Merkliste, die jetzt entstanden ist, zugreifen und diese Produkte in meinen aktuellen Warenkorb hinzufügen. Und jetzt kann ich die Bestellung ganz normal weiter verarbeiten.